Spiel 5 in der Halbfinalserie zwischen dem EHC Red Bull München und den Augsburger Panthern. 2:2 der Serienstand, 4 Spiele, immer entschied nur ein einziges Tor. Auch dieses Spiel von Kleinigkeiten geprägt mit einer sehr starken Anfangsphase des deutschen Meisters Yasin Elis mit der ersten guten Möglichkeit. Olivier Roy im Tor der Augsburger Panther gewohnt sicher und souverän. Aber er musste im ersten Drittel enorm oft eingreifen. Der Druck von München auf Augsburg enorm. Immer wieder Fehler und dann Matt Stajan mit der besten Chance, nachdem Eder hier einen feinen kleinen Pass spielt. Aber Olivier Roy, den Mann, den man in diesen Playoffs nicht mehr vorstellen muss. Augsburg nur hin und wieder mit Entlastung. Dann aber Sesemski stark durchgedankt. Und dann verfehlt Matt Fraser den Nachschuss. Mutig als letzter Mann hier an der blauen Linie zu ziehen. Danny aus dem Bürkchen da. Und unter den Augen von Mike Pellegrims und Pavel Groß, den Trainern der Adler Mannheim, ging es mit 0:0 in den zweiten Abschnitt hinein. Auch hier die ersten Sekunden, Minuten gingen direkt wieder an München. Schuss von Keith Orley. Und dann Tok Tok. Abgefälscht von Geburtstagskind Frank Mauer, knallt der Puck oben an den Knick. Glück für Augsburg. In diesem zweiten Drittel München dominant, München druckvoll, München souverän mit vielen guten Einschussmöglichkeiten. Roy und wieder die Latte verhindern hier Augsburgs Rückstand. Dann kommt Derek Joslin. Augsburg gibt viel Platz hier. Schuss von Joslin. Und plötzlich ist der Puck im Tor. Überzahlsituation. Lange und geduldig ausgespielt. Augsburg gelockt. Dann Platz für Joslin. Und am Ende ist es Trevor Parks nach 19 torlosen Spielen, der diesen Puck von Joslin an die Hose bekommt. Und unhaltbar für Olivier Roy ins Tor hinein abfälscht. Es sind diese Momente in dieser Serie, vielleicht unkonventionell, aber die muss man sich in diesem Matchup erarbeiten, hinein in den Schlussabschnitt. Jetzt kam Augsburg. Sehir Gill an den Pfosten und dann Matt Fraser mit dieser Nachschussmöglichkeit in der 47. Spielminute, Top-Chance für Augsburg. Aber Top-Top-Save von Danny aus den Bürkchen. Bis dahin kaum geprüft, aber wenn nötig, da. Augsburg versuchte alles, kam aber nicht mehr so wirklich zum Zug. Und so hinein in die letzten Sekunden. Auch da setzte sich München noch einmal fest, gewann am Ende mit 1:0 und holt sich die Führung in der Serie. Ja, weil wir viel in der offensiven Zone gespielt haben. Und wenn die Augsburg die Scheibe hatten, haben wir denen nicht viel Zeit gegeben, waren gleich am Mann dran und haben dann somit den Angriff gleich abgebrochen. Ja, ich würde sagen, München hat uns sehr schwer gemacht. Wir sind nicht gut zum Tor gekommen. Die haben sehr kompakt gespielt, sehr gut defensiv gespielt. Und wir hätten hier und da einfach ein bisschen einfacher spielen müssen. Von der blauen Linie Scheiben zum Tor und mehr Verkehr vorm Tor erzeugen. Und das ist uns heute nicht so ganz gelungen. In Spiel 4 hieß es, das Imperium schlägt zurück. Teil 5 dann eigentlich die Rückkehr der Jedi-Ritter. Aber München mit einer Machtdemonstration, aber weiterhin einem knappen Sieg, geht in der Serie mit 3:2 in Führung.